Nur noch 6 Runden sind auf dem Nürburgring zu fahren. Die Spannung ist gestiegen. Nur eine Frage beschäftigt die Hunderttausende. Wird es Stefan Sombor gelingen, den immer noch führenden Franzosen Chiron, der ein großartiges Rennen fährt, einzuholen? Stefan Sombor fährt tollkühn. 2 Sekunden liegt Stefan Sombor hinter Chiron. Wird er es schaffen? Da, in der Ferne leuchtet es auf. Der rote Wagen Chirons. Knapp dahinter Sombor. Er hat seinen Abstand verringert. Heulend jagen die Wagen vorbei. Entschwinden in der Ferne. Wir rufen Schwalbenschwanz. Hier meldet sich Schwalbenschwanz. Ja, liebe Hörer, Giron und Sombor. Jetzt Rad an Rad jagen die beiden auf die Kurve zu. Sombor will den Scheinbar überholen. Tollkühn setzt alles auf eine... Er schleudert! Stefan! Es muss etwas passiert sein. In Bruchteilen von einer Sekunde ist die ganze Szene in Staub gehüllt. Ich kann mit meiner Schilderung im Augenblick... Ja, das ist... Ich habe mir es noch einmal angehört. Warum tust du das? Du hast mir doch versprochen, es nie wieder anzuhören. Ich weiß, ich hab's versprochen, aber es ist heute auf den Tag 2 Jahre her. Ich hatte gehofft... Du würdest das vergessen. Vergessen? Quatsch. Schade, du bist in schlechter Stimmung. Dabei habe ich so hübsch eingekauft. Aber gute Sachen soll man in guter Stimmung essen. Entschuldige, ich bin heute ekelhaft schlecht gelaunt. Dass du es überhaupt noch mit mir aushältst. Was ist mit dem Bein? Spürst du es wieder? Ich habe nur falsch gesessen. Das Bein ist in Ordnung, aber es glaubt mir keiner. Ja, ich glaub's doch, Stefan. Naja, und wenn es jetzt noch nicht in Ordnung ist, dann eben in einem Jahr, oder... Naja, du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Geh mir weg mit dem Arzt, ich weiß schon, was los ist. Ich bin in Ordnung, aber sie wollen mich nicht mehr. Ich werde nie mehr fahren, nie mehr. Du weißt das auch, aber du sagst es nicht. Stefan, sei vernünftig, ja? Und da ich nichts anderes kann als Auto fahren, wirst du mich eh mit deiner Singerei so lange ernähren, bis du die Lust verloren hast. Na, sag schon was. Irgendwas willst du doch sagen. Ich kann doch nicht immer dasselbe sagen. Du redest dir das doch alles ein, das ist es doch. Weiter. Ja, ob dein Bein krank ist oder gesund ist, ob du arbeitest oder nicht arbeitest, das ändert doch nichts. Ich meine, das ändert doch nichts an uns beiden. Habe ich dir in den 2 Jahren irgendeinen Grund gegeben, daran zu zweifeln? Nein, du warst ein Engel. Ich bin deine Frau, weiter nichts. Mit der Seele einer Krankenschwester. Stefan? Ja? Sag mal, liebst du mich eigentlich nicht mehr? Kommst du darauf? Du kannst doch nicht so mit mir sprechen, wenn du mich noch liebst. Das bin ich. Störe ich? Nein. Sieht aber so aus. Hast du wieder was Dummes gesagt zu ihr? Nein, nein, er hat gar nichts gesagt. Sei nicht schon wieder so edel. Natürlich habe ich was gesagt. Schon wieder Streit. Wie alt seid ihr eigentlich? Du meinst, wie alt bin ich? Auf deine Thema lässt ja nichts kommen. Kommt, seid ruhig. Sombor, ja. Ich? Wieso? Nein, das muss ein Irrtum sein. Wer spricht? Der Sekretär? Ob ich anstelle von Frau Karlmann singen will auf einer Gesellschaft im Grand Hotel? Was für eine Gesellschaft?
Herr Balder gibt den Empfang. Balder? Moment bitte mal. Ja, ja, ja. Das sind doch die Autowerke. Ja, aber ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Frag, was Sie zahlen. Nein, nein, ich habe nichts von Honorar gesagt. 500 Mark. Sag, du hast einen kranken Mann zu Hause, vielleicht zahlen Sie noch mehr. Ja, ich komme. Ja, gut, holen Sie mich ab. Bestimmt. Auf Wiedersehen. Großartig. Grand Hotel, sagst du? Da werden eine Menge wichtiger Leute sein und vielleicht... Tante Julia, komm, red nicht so viel. Ich muss mich jetzt ganz schnell umziehen. Ich gehe ja mit. Ich richte dir dein großes, schönes Abendkleid. Ja, 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 ja. Du, eigentlich hätte ich es gar nicht tun dürfen, aber wenn es wirklich der Balder ist... Ja? Ja, dann ist das doch sehr wichtig für dich. Hör mal zu, mein Kleines. Du sagst kein Wort von mir, verstehst du? Fang nicht schon wieder an, mir helfen zu wollen. Herr Balder, verzeihen Sie, ich habe mir erlaubt, ausnahmsweise eigenmächtig zu entscheiden. Was haben Sie denn entschieden? Frau Karlmann hat abgesagt, sie ist leider schwer erkältet, aber dafür konnte ich eine andere Dame gewinnen. Wie heißt sie denn? Ja, Tima Sombor. Sombor? Wo singt denn die? Nämlich, man hat mir von der Oper drei Damen vorgeschlagen und da habe ich mir gedacht, aber ich kann sie auch rückgängig machen. Sombor, Sombor? Hat die was mit dem Rennfahrer zu tun? Ja, eben, da habe ich mir gedacht, vielleicht. Aber ich kann es wieder rückgängig machen. Oh, nehmen Sie doch die, ist doch ganz egal, wer singt. Jawohl, danke sehr. So, jetzt hätte ich Lust auf ein Glas Bier. Sehr wohl. Hallo. Hallo, Ann. Großartig siehst du aus. Fein, dass du gekommen bist. Hast mein Telegramm also rechtzeitig gekriegt? Ja, und wie du siehst, bin ich sofort gekommen. Was ist los? Muss ich annehmen, dass du Sehnsucht nach mir hast? Das auch. Ich möchte, es wäre wahr. Es ist wahr, Martini. Ja, bitte. Wie geht's zu Hause? Was macht dein alter Herr? Er lässt dich grüßen. Danke. Er gibt die Hoffnung nicht auf, uns beide einmal verheiratet zu sehen. Ich kann ihm 100-mal sagen, Henrik heiratet nie. Er ist einfach kein Mann für eine Ehe. Er glaubt es nicht. Ich finde, ihr macht euch eine Menge Gedanken, die ihr euch gar nicht machen solltet. Hört zu, Ann. Ich gebe heute Abend einen Empfang. Nein. Sieht nach einer großen Sache aus. Blumen, Musik, Sängerin. Gar nicht deine Art sonst. Ja, unter den Gästen ist auch ein sehr wichtiger Mensch für mich, um den ich dich bitten würde, dich ein bisschen zu kümmern. Also doch. Mhm. Ein gewisser Dr. Hellborg, Spezialist für Gasturbinen. Ich muss den Mann engagieren. Und was kann ich dafür tun? Aus irgendeinem Grunde mag er mich nicht. Ich biete ihm jeden Vertrag, aber auf Geld ist er scheinbar nicht scharf. Das gibt's. Ja. Und warum mag er dich nicht? Ja, er sagt, ich wäre ein Mann, der über Leichen geht. Ich verstehe. Du brauchst mich als einen, wie soll ich sagen, als einen netten menschlichen Hintergrund. Genau. Gestatten, mein Name ist Hoppe, Sekretär des Herrn Balder. Frau Sombor, ja. Wir telefonierten zusammen. Ja, ich bin die Tante. Kann ich jetzt den Pianisten sprechen? Ist er da? Sofort, selbstverständlich. Ich werde ihn gleich holen. Und ist die Akustik halbwegs gut? Hoffentlich. Diese letzten Minuten vom Auftritt sind immer schrecklich. Bei der Bühne ist das was anderes, aber in so einer privaten Veranstaltung. Darf ich bekannt machen? Herr Professor Vogel, Frau Sombor. Guten Abend, ne Frau. Ich bin die Tante. Ja, guten Abend, Herr Professor. Hier sind meine Noten. Ich singe die Sapphische Ode von Brahms. Und bitte, Herr Professor, wenn Sie es nicht zu schnell nehmen würden. Keine Sorge, ich weiß schon. Bereit? Ja. Ich werde Sie ankündigen, gnädige Frau. Ja. Du, drück mir den Daumen, ja? Toi, toi, toi. Hals und Bein hoch. Doch, wir schreiben reich. Ist. Ellen, das ist der Hellborg, Frau Brinkmann. Sehr erfreut. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. So, was denn? Nicht, was ich verstehe, von Turbinen und so. Es ist mir zu langweilig. Langweilig? Das dürfen Sie nicht sagen. Ja, von Motoren versteht sie nichts. Es ist mir nie gelungen, Ihre Begeisterung dafür zu wecken. Die einzige Begeisterung, die ich gelten lasse. Na, ich eigentlich auch. Dann überlasse ich Sie jetzt Ihren Motoren. Ich gehe lieber ein Glas Sekt trinken. Wann können Sie aus Ihrem Vertrag raus? Ich will gar nicht aus meinem Vertrag raus. Ja, ich weiß. Aus irgendwelchen Gründen schreckt sie eine Zusammenarbeit mit mir. Aber das sind doch Vorurteile. Ich biete Ihnen... Geld interessiert mich nicht. Ich biete Ihnen die modernste Versuchsabteilung. Ein Etat, den Sie selbst bestimmen können. Und meine Zustimmung zu allem, was Sie brauchen. Ganz egal, ob es sich um Menschen oder Material handelt.
Ich will den Turbowagen entwickeln. Und wenn Sie einverstanden sind, möchte ich sagen, wir wollen. Hä? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten Ihnen für heute Frau Kallmann versprochen. Leider ist sie erkrankt. Dafür wird sie Frau Tima Sombor von der Staatsoper mit einem Lied erfreuen. Sie singt die Sapphische Ode von Brahms. Nehmen Sie doch hier Platz. Dankeschön. Ich habe übrigens ein paar Notizen gemacht, da werde ich Sie nachher ausfangen. Wissen Sie übrigens, dass wir mit zweistufigem Radialverdichter arbeiten? Das würde mich schon interessieren. Aha. Und welches Druckverhältnis werden Sie erreichen? Das bleibt vorläufig noch mein Geheimnis, bis Sie unterschrieben haben. Rosen brach ich nachts mir am Dunkel. Zielproblem ist und bleibt für mich der hohe Verbrauch. Na, na, die Vorteile? Kein Schalten, kein Kuppeln, das ist doch psychologisch schon sehr wichtig. Die Geschwindigkeit, die ich hier erfordert, ist meine ungeheure Antriebsleistung. Richtig. Bitte darf ich Ihnen wenigstens hier Ihre Blumen überreichen. Danke. Darf ich jetzt vielleicht meinen Mantel haben? Aber gnädige Frau, bitte das Honorar. So, meine Damen und Herren, wenn es Ihnen recht ist, gehen wir jetzt hinüber zum kalten Buffet. Ich glaube, wir haben die Kleine aus der Fassung gebracht. Ich werde mich entschuldigen. Ah, das mache ich schon selber. Bitte kümmere dich doch um die Gäste. Ja? Gern. Darf ich gleich bei Ihnen anfangen? Nee, Frau, Herr Balder erwartet bestimmt, dass Sie bleiben. Nein, nein, ich möchte nicht bleiben. Ja, aber ist doch alles sehr gut gegangen. Du hast köstlich gesungen. Du, dieser Balder ist doch ein sehr wichtiger Mann. Vielleicht kann er etwas für dich tun. Oder für Stefan. Geh jetzt nicht weg. Bitte bleib da. Ja, 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 aber ich mag jetzt gar nicht mehr mit ihm sprechen. Mantel? Sie wollen doch nicht etwas schon gehen? Doch, ich wollte eigentlich gehen. Balder? Sombor. Balder? Ich bin die Tante. Ja, nach einer missglückten Premiere geht man gern schnell nach Hause. Sie haben doch wunderschön gesungen. Was sehen Sie mich so an? Das sagt man dann ja wohl so nicht. Nein, im Ernst. Ich muss mich übrigens entschuldigen wegen der Störung vorhin. Es war geschäftlich sehr wichtig, aber das ist natürlich kein Grund. Dann kommen Sie doch mit herein. Geben Sie mir die Chance, mich von einer besseren Seite zu zeigen. Ja, danke schön. Bitte schön. Ein faszinierender Mann, dieser Balder.
Sie kannten ihn nicht? Nicht persönlich, nur vom Hörensagen. Ich habe ihn immer für einen rücksichtslosen Geschäftsmann gehalten. Brauchen Sie? Nein, danke. Es arbeitet sich großartig mit ihm. Sie sind befreundet? Ja. Okay. Darf ich bekannt machen? Frau Brinkmann, Herr Hellborg, Frau Sommer. Guten Abend, Herr Liebhaber. Ich bin die Tante. Sie haben eine angenehme Stimme, soweit man sie ungestört genießen konnte. Fängt sie auch noch an, mir Vorwürfe zu machen. Ich habe mich schon entschuldigt. Und ich glaube, ich muss das Gleiche tun. Danke, ich hätte mich eben nicht irritieren lassen dürfen. Würden wir auf Ihr Wohl trinken? Prosit. Wenn ich recht verstanden habe, sind Sie mit dem Rennfahrer Sombor verwandt. Ja, das ist mein Mann. Hm. So. Ist er nicht verunglückt? Auf der Aus, oder? Nein, auf dem Nürburgring vor 2 Jahren. Na, was macht er jetzt? Nichts. Er möchte wieder fahren, aber es hat niemand mehr so recht das Vertrauen zu ihm, obwohl er wieder ganz in Ordnung ist. Ich meine, körperlich würde sehr gern wieder fahren. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es mit Ihrer Zeit ist, Herr Balder, und es ist doch sicher ganz unbescheiden von mir, wenn ich frage, ob er Sie vielleicht mal aufsuchen dürfte. Es würde ihm helfen, meine ich. Ja, natürlich. In Hamburg vielleicht. Jetzt bin ich sehr beschäftigt. Im Augenblick habe ich einen sehr wichtigen Vertrag zu unterschreiben. Nicht wahr, Herr Hellborg? Von mir aus gern. Nur darauf trinke ich aber. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich gehe doch so gern in die Oper. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich Sie schon mal gehört habe. Das glaube ich Ihnen. Ich singe nämlich nur kleine Partien. Ich bin schon zufrieden, wenn ich die zweite Zigeunerin in Carmen kriege. Ja. Sie verkaufen sich aber schlecht, gnädige Frau. Und wieso? Ich habe doch die Wahrheit gesagt. Und von Lügen halten Sie gar nichts? In meinem Sinn einer guten Reklame? Ehrlich gesagt, gar nichts. Erstaunlich. Herr Sekretär, bitte wollen Sie gleich etwas notieren. Wie bitte? Herr Balder hat morgen eine Verabredung. Mit wem? Mit Herrn und Frau Sombor. Hier im Hotel? Nein, zu Hause ist doch viel netter. Ich sage Ihnen die Adresse, Waldstraße 2. Um 5 Uhr, ja? Bedauere, Herr Balder hat morgen um 5 Uhr... Natürlich hat er. Solche Leute haben immer irgendetwas vor. Deshalb schreiben Sie es sofort ein, damit es nicht vergisst. Je größer der Mann, desto kleiner das Gedächtnis. Also, ich find's maßlos komisch, dass Tante Jula ihn eingeladen hat. Stefan, du hast völlig recht. Was soll er eigentlich hier? Er ist ein reicher Mann und hat Beziehungen. Die soll er einmal spielen lassen. Ist doch alles albern. Ach, lass sie doch. Jedenfalls habe ich mal gelacht. Du, und wenn er wirklich kommt, dann ist es vielleicht doch interessant für dich, mit ihm zu reden. Ich bleibe in meinem Zimmer. Ich bin gar nicht vorhanden. Ist das klar? Jetzt haben wir schon wieder Streit. Und dabei ist es nicht einmal sicher, ob Balder überhaupt kommt. Naja. Also gut, der Vertrag geht so in Ordnung. Sonst noch was? Kommen Sie gerade noch hin. 5 Uhr, Sombor, Waldstraße 2. Sombor? Wieso Sombor? Sind Sie doch verabredet zum Tee. Ich zum Tee? Keine Spur. Haben Sie denn da nicht zugesagt? Ach, da habe ich doch nicht zu... Moment mal, irgendwas habe ich dazu gesagt? Ja, ich habe es mir doch notiert. Übrigens müssen wir gleich da sein. Waldstraße, nächste Ecke, links. Also schön, aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich habe keine Lust, mir verkrachte Rennfahrer anzusehen. Übrigens, Blumen habe ich besorgt. Was habe ich gesagt? Er kommt. Ach, bitte mach du doch auf. Guten Tag, Herr Balder. Guten Tag. Es ist nett, dass Sie kommen. Bitte. Wir haben Sie schon erwartet. So. Oh, guten Tag. Guten Tag, Herr Balder. Ich habe ein paar Blümchen mitgebracht. Ach. Hoffentlich gefallen Sie Ihnen. So. Bitte schön. Hm. Darf ich Ihnen das abnehmen, bitte? Oh, danke vielmals. Ja. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass Sie kommen würden. So? Oh, danke vielmals, das geht schon, danke schön. Aber das war doch, glaube ich, verabredet, nicht wahr? Doch. So. Bitte schön, hier. Dankeschön. Tante Jula, sei lieb, bitte.
Nett, haben Sie es hier reizend? Ja, drei Zimmer und Küche. Na, nicht so, wie Sie es gewöhnt sind. Was schauen Sie mich denn so an? Ich denke an gestern, wie Sie ausgesehen haben in Ihrem großen Abendkleid. Sie meinen, es ist ein ganz hübscher Gegensatz, wie? Das ist ein ganz hübscher Gegensatz. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, ja. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Ja, ich weiß. Ihr Mann ist nicht da? Nein, er hat etwas vor, etwas sehr Dringendes. Er hätte Sie so gerne gesehen. Schade. Ich wäre sehr froh gewesen, wenn er mit Ihnen hätte sprechen können. Sie erinnern sich an ihn? Ja, natürlich. Das freut mich, weil er selbst glaubt, man hätte ihn vergessen. Ich sage ihm immer, nein, das stimmt gar nicht, kein Mensch hat dich vergessen, aber er glaubt es eben nicht. Darf ich vielleicht rauchen? Oh ja, natürlich. Aber lassen Sie nur, ich habe alles da. Gut. Was macht er denn jetzt? Oh, alles Mögliche. Oh. Aber er kommt von den Autos nicht los. Ich verstehe ja nicht, wie man etwas so wichtig nehmen kann, dass es, naja, dass es wie ein Lebensinhalt ist, aber das ist es eben. Es geht ihm übrigens wieder sehr gut. Also, sein Bein ist wieder völlig in Ordnung. Mhm. Ist vielleicht irgendwo ein Aschenbecher? Oh ja, natürlich. Das. Oh ja, das. Er ist eine schlechte Hausfrau. Das macht doch gar nichts. Na, jedenfalls freut mich das sehr für ihn. Ja, er tut so, als gäbe es überhaupt keine Chance mehr für ihn. Es ist, als hätte er sich selbst aufgegeben, sein Leben, seine Zukunft, an die er nicht mehr glaubt. Ich finde es ja nicht richtig. Ich sage ihm immer... Oh, Verzeihung. Vielleicht belästige ich Sie damit, dass ich andauernd von meinem Mann rede. Na, genau das wollen Sie ja wohl, nicht? Ja. Obwohl ich es ihr verboten hatte. Ach. Also doch, Samra. Balder? Ich bringe schnell doch ein Gedeck. Nimm doch inzwischen Platz, Stefan. So, der Tee ist gleich fertig. Danke, ich möchte gar keinen Tee. Ach, du möchtest keinen Tee? Kann ich Sie einen Augenblick sprechen, Herr Balder? Ja, bitte, gern. Nur einen Augenblick. Hast du ihm deine Krediten gezeigt? Nein. Warum? Warum nicht? Herr Balder, ich will nichts von Ihnen, das möchte ich gleich klarstellen. Ich bin auch gar nicht einverstanden mit dieser Einladung. Aber meine Frau kann es nicht lassen, Schicksal zu spielen. Mhm. Alles Preise, was? Monte Carlo, Targa Florio, Nürburgring, Avus. Ganze Menge, was sich da angesammelt hat. Ja, alles reif fürs Museum. Oder besser gesagt, Mausoleum. Am besten mal einschmelzen. Warum tun Sie es nicht? Ja, Herr Sombo, Ihre Frau hat diese Einladung, wenn ich mal so sagen darf, sehr geschickt lanciert. Sie möchte gerne, dass ich etwas für Sie tue. Ja. Ja, warum nicht? Sie suchen also jemanden, der Vertrauen in Sie setzt und der Sie wieder ans Steuer lässt. Das ist für mich erledigt. So, das ist schlecht. Meine Sache, ob das gut ist oder schlecht. Aber wenn Sie überhaupt für jemanden etwas tun wollen, dann helfen Sie doch meiner Frau. Ihrer Frau? Tima hat bei Ihnen gesungen. Sie hat Erfolg gehabt. Sie fragen sich natürlich, warum nicht schon andere diese Begabung entdeckt haben. Sie hatte alle Möglichkeiten, Karriere zu machen, vorwärts zu kommen. Und? Sie hat diese Möglichkeiten verpasst. Meinetwegen, verstehen Sie? Ja, sie singt sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Sie muss einfach hier raus. Sie macht mich verrückt und nicht sie. Sie hätte schon längst Karriere machen können, aber sie hat immer Rücksichten genommen auf mich. Und... Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Ja, ich will nicht mehr, dass irgendjemand Rücksicht auf mich nimmt. Ich bin gar nicht der Mensch, für den es sich lohnt. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Sie hätten Tima noch vor ein paar Jahren sehen sollen, strahlend, heiter. Geben Sie eine Möglichkeit. Ich habe keine Privatoper, Herr Sombor, in der ich Ihre Frau auftreten lassen kann. Bitte, der Tee wird kalt. Ja, das sollte er nicht. Obwohl ich glaube... Liebe Frau, Sie sind mir nicht böse, wenn mein Besuch heute ein bisschen kurz ist. Es geht leider. Wovon habt ihr denn gesprochen? Von nichts Besonderes. Ich muss mich leider schon verabschieden. Ach, schade. Ja, auf Wiedersehen. Sehr gefreut. Ich bringe Sie hinaus. Herr Balder, auf Wiedersehen.
glaube, diesmal muss ich mich entschuldigen. Warum denn? Weil das ist doch das, was man eine verpatzte Einladung nennt. Sie kommen, kriegen keinen Tee, müssen sich anhören, was Sie überhaupt nicht hören wollen. Und jetzt ergreifen Sie natürlich die Flucht. Von Lügen halten Sie ja nichts. Was soll ich sagen? Es war ein reizender Nachmittag. Es hat mich sehr gefreut, ganz meinerseits. Soll ich das sagen? Das wollen Sie doch nicht. Und ich will's auch nicht. Ich muss sagen, Sie haben meine Art an sich, die imponierend ist. Sehr imponierend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Balder. Mit und arbeite das abends für mich ganz allein durch. Ich bin mit meinen Vorschlägen natürlich an gewisse Voraussetzungen gebunden. Ich bin ja sehr glücklich mit Ihren Vorschlägen, lieber Hellborg. Ich konnte mich ja nur in die laufende Entwicklung einschalten. Na ja, das ist ja ganz richtig, das sehe ich ein. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass Ihre Termine mir etwas sehr kurzfristig erscheinen. Ich glaube, wir verstehen uns schlecht, Herr Schwarz. Ich habe ohnehin schon so viel Zeit verloren. Wir haben keine Zeit mehr. Ich hoffe, Sie unterstützen mich. Sonst ist für Sie kein Platz in meinem Werk. Danke, meine Herren, das wär's. Also, auf Wiedersehen, Herr Hellborg. Auf Wiedersehen, Herr Balder. Übrigens, gefällt Ihnen Ihr neues Büro? Sehr hübsch. Die Besprechung im Wirtschaftsministerium ist um 2 Uhr. Bilanzen alle eingepackt? Schon in der Mappe. Gut, sonst noch was? Jawohl, ich habe jetzt alle Unterlagen, was diese Frau Tima Sombor betrifft. Ach, zeigen Sie her. Bildmaterial, Kritiken, Urteile von Fachleuten und so weiter und so weiter. Können Sie was? Danach ja. Genauer, bitte. Ja, also 2 Jahre Schauspielunterricht, dann Gesangsausbildung, glänzende Stimme. Man hat ja eine ausgezeichnete Karriere vorausgesagt. Und was können wir für Sie tun? Das Beste wäre, sagte man mir, einen Agenten zu beauftragen. Mhm. Kennen Sie einen? Ja, ich habe schon mit einem gesprochen. Mila. Hallo? Frau Brinkmann war. Ja, reinkommen lassen. Mila, hier heißt er. Mhm. Und? Er sagt, man müsste sie herkommen lassen, dann würde er sie den Hamburger Produzenten vorstellen und dann müsse man eben sehen. Geld will er auch. Natürlich. Hallo, Ann. Na? Na? Hast du vergessen, dass wir zum Essen verabredet sind? Nein. Nur noch 3 Unterschriften, dann bin ich soweit. Was ist das? Ist das nicht die kleine Sängerin aus München? Ja. Ja, was hast du denn mit der vor? Ich will ihr eine Chance geben. Ich will sie hierher nach Hamburg kommen lassen und Hoppe macht das schon. Herr Bader, 2 Uhr Wirtschaftsministerium. Ja, ich weiß. Wozu willst du ihr denn eine Chance geben? Wozu? Ich will ein Experiment versuchen. Ich möchte mal sehen, ob man einem Menschen eine Chance konstruieren kann, die er einmal verpasst hat. Mit Menschen, Henrik, soll man keine Experimente machen. Sei nicht sentimental, Ann. Wir packen und packen und ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es wahr ist. Warum nicht? Du hast den Brief von dem Manager, du hast die Fahrkarten, du hast einen Scheck. Wenn man einen Scheck hat, ist alles in bester Ordnung. Du, glaubst du wirklich, dass ich dieses Angebot Balder zu verdanken habe? Natürlich. Ich verstehe das nicht. Dir hätte eine Chance geben sollen. Du brauchst sie viel nötiger als ich. Ich finde das in Ordnung, in bester Ordnung. Meine Bluse habe ich vergessen. Was wirst du denn machen, wenn du alleine bist? Oh, du tust ja, als sei ich ein Kind. Ja, bist du ja auch, Steffen. Mein Kleines, hör mal zu. Du wirst jetzt eine große Dame werden, du wirst in prächtigen Hotels wohnen. Ich werde in ganz kleinen Hotels wohnen und ich werde sehr sparsam sein. Und wenn die Probeaufnahmen schief gehen, dann bleibt immerhin ein bisschen Geld übrig. Sie werden nicht schief gehen. Wenn ich in Hamburg bin, dann schicke ich gleich Geld. Du wirst nichts schicken. Damit fängt das neue Leben an, verstehst du? Ich... Na, ich schwöre dir, wenn wir uns wiedersehen, wenn wir beide Erfolg haben. Du einen großen, ich einen kleinen. Kommst du mit zum Bahnhof, Stefan? Nein, wir wollen hier Abschied nehmen. Bahnhöfe sind schrecklich. Das Taxi ist da. Na ja. Also, mach's gut, Stefan. Dein Talisman. Mein Kleines, was machst du denn für ein Gesicht? Du fährst doch ins sogenannte Glück. Du sag mal,
Bist du eigentlich froh, dass ich wegfahre? Natürlich. Kennst du Ehemänner, die nicht froh sind, wenn sie ihre Frau mal eine Zeit lang los sind? So, das brauche ich jetzt eine Weile. Komm, gib her, es bringt dir kein Glück. Na, hör mal, hat es dir kein Glück gebracht damals? Du lebst doch. Bessig, ihr habt die Schnauze vom Testwagen noch weiter runtergezogen? Ja. Gefällt mir gut so. Freut mich, Herr Balder. Der Wagen liegt jetzt wie im Brett. Das hat er vorher auch getan. An der Karosserie liegt es bestimmt nicht, dass die Kiste Bruch gemacht hat. Wie erklären sich die Ermüdungsbrüche am Verdichterrad? Ich denke, die Ursache sind Resonanzschwingungen der Verdichterschaufeln. Herr Hellborg hat vorgeschlagen, die Schaufeln steifer zu machen. Und was mit dem Leitrad? Ja, da brauchen wir allerdings eine Legierung, die wesentlich teurer ist. Grundstoff nur noch Nickel, dazu 20% Chrom und 2% Kobalt. Können Sie die Turbine auf den Prüfstand nehmen? Na, wenn wir alles dran setzen, heute in 4 Wochen. Setzen Sie den Dauerlauf von 100 Stunden an und teilen Sie mir das Ergebnis mit, ja? Dankeschön. Herr Milay ist nicht da. Ja, wann kann ich ihn denn erreichen? Aha. Na ja, gut. Auf Wiedersehen. Was ist denn? Er ruft zurück. Ach, jetzt sind wir schon eine Woche in Hamburg und was ist passiert? Ja, herumgelaufen sind wir genug. Ja, aber ohne Erfolg. Ich habe das Gefühl, wir haben uns doch etwas zu früh gefreut. Und dann dieser Milay. Das ist ein freundlicher Mann. Naja, aber ich weiß nicht. Na, warum ruft er denn jetzt nicht an? Warum lässt er uns hier sitzen? Ob ich vielleicht doch mal Balder anrufe? Na, das sag ich doch schon die ganze Zeit. Oh, nein, der hat genug getan. Er hat das alles hier arrangiert und wenn ich ihm jetzt noch sage, na, ich weiß gar nicht, was ich ihm sagen sollte. Nein, den werde ich nicht anrufen. Und dann Stefan, sieh dir mal die Karte an. Der dringt doch wieder, sehe ich doch in der Schrift. Ja, aber er schreibt, dass er dich liebt. Das ist die Hauptsache. Herr Balder war verreist. Er wird heute bestimmt niemanden empfangen. Guten Morgen. Fräulein Martens, bitte kommen Sie gleich mit rein. Für niemanden zu sprechen. Gut. Was Besonderes? Ein Herr Milay ist draußen, er lässt sich nicht abweisen. Milay? Ja, den lassen Sie reinkommen. Bitte. Bitte schön, Herr Milay. Dankeschön. Meine verehrten Herr Balder. Guten Tag, Herr Milay. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich muss mich entschuldigen, Herr Balder. Aber es war mir leider nicht möglich. Ich habe mit allen Filmfirmen gesprochen, aber ich konnte leider noch keine Probeaufnahme machen lassen von Fräulein Sombor. Frau Sombor, bitte. Selbstverständlich, Frau Sombor, bitte. Bitte? Danke. Und warum nicht? Ja, wissen Sie, Herr Balder... Bleiben Sie doch sitzen. Dankeschön. Ja, Herr Balder, wissen Sie, so viele junge Mädchen und alle wollen Sie natürlich zum Film. Mhm. Was kann man da machen? Ich sehe eine Möglichkeit, wenn Sie sich entschließen könnten, einen Film zu finanzieren. Über das Geschäft sieht das natürlich ganz anders aus. Mhm. Ich habe Sie genau begriffen. Ich sage es Ihnen auch, wenn Sie 100-mal der Produzent sind. So nehmen Sie doch endlich Vernunft an. Ja, machen Sie Ihren Film alleine. Sehen Sie sich Frau Sombor doch wenigstens einmal an. Ihr Regisseure möchtet ihr mal entdecken. Jetzt können Sie entdecken und da wollen Sie nicht. Komm rauf. Außerdem brauche ich das Geld von Baldern. Ich habe ja gar nichts gegen sein Geld. Aber muss deswegen unbedingt sein Verhältnis vor die Kamera? In jedem Beruf, da muss man doch was gelernt haben, beim Film nicht. Ich komme ja auch nicht auf die Idee, plötzlich Bankdirektor zu werden, weil ich nichts davon verstehe. Aber vom Film, da verstehen alle was, komisch. Da hören Sie, die Frau ist Sängerin. Außerdem hat sie eine sehr hübsche Figur. Oh Gott, es gibt so viele schöne Figuren. Aber später im Kino, da schlafen die Leute. Um Letzteres dreht sich's. Ja, den Eindruck habe ich auch. Unter solchen Umständen, da soll man Filme machen. Man muss Opfer bringen. Für die Kunst muss man Opfer bringen können. Schließlich wollen wir ja alle leben. Oh. Vorhin war die Frisur besser. Jetzt mit den albernen Löckchen haben Sie es doch völlig zerstört. Löckchen sind immer gut. Ja, aber sie stehen mir nicht. Nehmen Sie sie weg. Entschuldigen Sie bitte, ich bin so nervös. Das sind wir gewöhnt. Trink.
Gequirltes Eis, das beste Mittel gegen Nervosität. Mein seliger Emmerich, der hat ihm mein Ei gequirlt, wenn er nervös war. Ach, ich bin völlig durcheinander. Ich könnte lachen und heulen zugleich. Was gut geht, es geht nicht gut, Tante Julia. Ich schaff's nicht. Ich schaff es bestimmt nicht. Der Regisseur wird sie schon hinkriegen. Der kriegt sie alle hin. Wenn sie gar nichts kann, der kriegt sie trotzdem hin. Ja? Ja, meinen Sie wirklich? Ein feiner Mann durch und durch. Zum Kotzen. Naja, die Probeaufnahme, die können wir ja noch mal machen. Den Stuhl ziehen wir ein bisschen rein. Setzen wir die Freundin hier hin und da kann die sitzen. Das Telefon rüber. Bleibt so, ist gut. Ja, komm mal her, Mädchen. Setz dich rüber. So, hier. Und ich bestehe darauf, dass ich den Autor heute Abend noch mal spreche. Ja. Der muss alles aus der Rolle rausstreichen, was mit Schauspielerei zu tun hat. Natürlich. Das kann die nie. Vorsichtig, die Kabel. Gleich hier, halb rechts. Ja. Ah, da sind Sie. Ja, guten Tag. Ach, guten Tag. Mein Name ist Tima Sombor. Herr Kuhn, wir sollen es ja mal zusammen probieren, wir beide, wa? Ja. Da darf ich Sie mal ansehen? Bitte, so. Aha. Herr Solk! Bitte? Was ist... Was machen Sie denn? Was soll denn das? Was sollen denn da die vielen Löckchen? Was sollen denn da die vielen Haare im Nacken? Machen Sie doch mal weg! Die brauchen Sie nicht jetzt wegzumachen, haben Sie nachher noch Zeit. Bitte sehr. Also, wir wollen hier die Probeaufnahme machen. Sie sind da mit Ihrer Freundin zusammen in Ihrer Wohnung. Die Situation kennen Sie ja. Sie haben Kaffee getrunken und da ist die Kamera. Na komm, Sie setzen Sie sich erst mal hin. Gut. Dass sich dann alles herausstellt. Bitte sehr, hier ist Ihre Freundin. Telefonieren Sie? Brauchen Sie das Telefon? Nein, nein. Was soll denn das Telefon? Nimm das Telefon da weg. Hauptsache, wenn die Damen fröhlich sind und heiter, vor allen Dingen Sie. Ja. Na, Sie brauchen Sie nicht aufzuregen. Ja, Verzeihung, ich wollte... Wir probieren das noch so oft, bestimmt. Ja, ich wollte eigentlich etwas... Ganz im Ernst, Sie brauchen sich überhaupt nicht aufzuregen. Also, bitte. Verzeihung, ich wollte Sie bitten, mir nicht böse zu sein, wenn ich... Ich werde am Anfang natürlich noch vieles falsch machen, aber... Bitte schön. Ja, ich will mir alle Mühe geben. Ja, das wäre sehr nett. Na ja, nun, lass uns. Also probieren wir das Ganze mal. Da sind Sie mal fertig mit Ihrer Frisiererei. Also bitte. Ich meine, Sie, mein Herr Solk. Entschuldigung. Beeilen Sie sich bitte. Ja. Schön, dass du gekommen bist. Ich... Darf ich noch unterbrechen? Es wirkt ein bisschen verkrampft. Ich sag's schon gleich am Anfang. Wissen Sie, es muss ganz natürlich sein. Locker. Heiter. Heiter. Bitte. Schön, dass du gekommen bist. Ich muss es hier... Das Drehbuch hier. Nimm nur das Drehbuch aus der Dekoration. Was sind das für Manieren? Bitte schön. Schön, dass du gekommen bist. Ich muss es jemandem sagen. Ich habe ihn wiedergesehen, gestern, und ich habe mich verliebt. Jo. Prosenet? Also jetzt probieren wir das Ganze noch mal mit allem. Mit Licht, mit Ableuten und mit Ton. Kommen Sie, Kamera macht mit, bitte. Licht! Ableuten, bitte! Meinen herzlichsten Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Wie ich sehe, Hoppe vergisst nichts. Du sei nicht ungerecht. Hoppe hat zwar die Blumen ausgesucht, aber das da... Habe ich selber gekauft. Henry, der ist wundervoll. Ja? Gefällt er dir? Ja. Danke. Danke. Mal sehen, ob er passt. Genau. Also manchmal könnte man dich... Ich weiß nicht, was man mit dir machen könnte. Und dann wieder bist du so nett. Geradezu wie ein ganz normaler Sterblicher. Oh, danke für das Kompliment. Das ist mir ernst. Es ist mir oft, als wären wir durch eine Glaswand getrennt. Etwas bürgerlicher müsstest du sein. Und alles wäre gut. Ich verstehe. Du möchtest mich als Familienvater am traulichen Herd, als treusorgenden Ehemann, trautes Heim, Glück allein. Oh, Ren. Du bist also zufrieden so, so wie du lebst? Zufrieden. Zufrieden ist man doch nie. Ach, weißt du, Ren, ich denke auch schon gar nicht mehr darüber nach. Ich lebe, wie ich leben muss. Es geht auch gar nicht mehr anders. Vielleicht brauche ich meine Glaswand. Henrik, du belügst dich selbst. Was ist mit Tina Sombo? Tina Sombo? Bist du eifersüchtig? Habe ich doch seit München nicht mehr gesehen. Aber sie ist doch hier. Ich weiß es doch. Ja, sie spielt in einem Film. Engel tanzen oder sowas ähnliches. Der Teufel soll diese albernen Titel behalten. Du hast ihr also diese Rolle verschafft und dich im Übrigen nicht mehr um sie gekümmert. Stimmt. Weißt du, Henrik, es freut mich ja, dass du dich so wenig um andere Frauen kümmerst. Aber andererseits... Was andererseits? Andererseits ist es wieder typisch für dich. Da wirfst du jemand mit deiner großartigen Geste etwas hin
Und dann ist der Fall für dich erledigt. Na, eigentlich interessiert mich schon, was sie macht. Wo wohnt sie denn? Hoppe, weißt du. Ja. Sie hat ihm doch damals so imponiert. Ja, aber mir auch. Und ich hier glaube ich gar nicht. Ein Majestätsverbrechen. Guten Tag. Guten Tag. Ach bitte, bei Ihnen wohnt doch Frau Sombor. Ist sie zu Hause? Ja, Frau Sombor. Mhm. Ach nein, die ist eben weggegangen. Die müsste Ihnen eigentlich begegnet sein. Mhm. Kann ich was ausrichten? Mhm. Nein, danke. Mhm. Dankeschön. Ja, Herne? Wollen wir es kaufen? Oh, Herr Balder, die ganze Zeit versuche ich Sie anzurufen und plötzlich treffe ich Sie hier. Ja, ich war eben in Ihrem Hotel. Hören Sie, das verträgt sich aber nicht gut. Ein erstklassiger Star und ein drittklassiges Hotel? Also, dieser Klassenunterschied ist mir noch gar nicht aufgegangen. Na, wenn es Ihnen gefällt, dann wollen wir es doch kaufen. Was, das Kleid? Mhm. Haben Sie eine Ahnung, was das kostet? Ich brauche es auch gar nicht. Merkwürdig, wie konsequent Sie dabei bleiben, sich nicht umzustellen. Warum soll ich mich denn umstellen? Na, Sie sind doch jetzt nicht mehr die bürgerliche Hausfrau aus der Waldstraße 2. Ich find's albern, sich umzustellen. Soll ich mir denn Allüren zulegen, nur weil ich eine kleine Rolle im Film habe? Aber elegant zu sein bedeutet doch noch keine Allüren. Sehen Sie doch mal diese nette kleine Dame da. Wie vornehm die angezogen ist. Und ist doch trotzdem süß. Ja. Haben Sie eigentlich eine anständige Gage in Ihrem Film? Ach ja, toll. Ich komme ja vor wie ein Krösus. Und das alles habe ich Ihnen zu verdanken. Hm. Ja, in meinem Hotel liegt ein langer Brief an Sie. Schon seit Tagen. Und Sie haben ihn nicht abgeschickt? Nein, weil ein bisschen klingt wie ein Dankbrief an den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist keine Schmeichelei. Ich meine ja auch nur so. Sie sollen nicht denken, dass ich undankbar bin. Und wenn es mir nun Spaß machen würde, Ihnen etwas zu schenken, würden Sie es dann annehmen? Sie mir etwas schenken? Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass Ihnen sehr wenig geschenkt worden ist im Leben. Ich möchte es trotzdem nicht. Kleine Hemmung, von einem fremden Mann ein Geschenk anzunehmen, was? Wissen Sie, Sie waren der Erste, der daran geglaubt hat, dass ich ein bisschen was kann. Das ist so viel, dass Sie mir nun nichts mehr schenken dürfen. Verstehen Sie mich? Da gibt's also nichts, womit ich Ihnen eine kleine Freude machen kann. Doch. Ich bin schon 4 Wochen in Hamburg und ich habe St. Pauli noch nicht gesehen. Was, Sie haben St. Pauli noch nicht gesehen? Nein, ich kann doch nicht da alleine hingehen. Dann müssen wir uns aber umziehen. Ja, abend gleich? Im Gegenteil. Na? Na, was gibt's denn? Den Affen. Oh. Wie gefällt Ihnen denn der? Ach, der ist aber... Wissen Sie, wie Sie aussehen, wenn Sie so angezogen sind? Wie denn? Na, sagen wir, wie ein Ingenieur von einem Frachter, der gerade aus Pernambuco angekommen ist. Pernambuco ist gut. Wissen Sie, dass ich wirklich ein paar Jahre zur See gefahren bin? Nein, Sie sind wirklich zur See gefahren? Ja, ja. Eines Tages, da war ich noch ganz jung ungefähr, und nicht einmal 20 Jahre alt. Da kam ein alter Herr zu mir und sagte, nun, da braucht er so dicke Zigarren, wissen Sie? Ja, ja. Da kam er an und sagte, nun, mein Junge, wie gefällt dir denn meine Fabrik? Also, alter Herr, die Fabrik ist in Ordnung. Da, wenn du glaubst, dass ich dich so ins gemachte Bett lege, dann irrst du dich aber gewaltig. Ich möchte, dass du dir vorher die Welt ansiehst. Sag ich, das ist in Ordnung, alter Herr. Ja, sagte er, aber Geld kriegst du von mir keinen Pfennig. Finde ich großartig von dem alten Herrn. Ja. Wenn ich da an meinen Vater denke, wir waren 6 Kinder zu Hause. 6 Kinder, was ist das? Und ich glaube, der hat immer zu nachgezählt, ob ihm auch keins fehlt. Wir haben ihn sehr geliebt. Ja. Mein alter Herr, der ließ sich nicht lieben. Der war hart wie Eisen. Das heißt eigentlich doch nicht. So eine Stunde vor seinem Tod, da ließ er mich kommen, musste mich ans Bett setzen. Da hat er mich so merkwürdig angeschaut. Und da wusste ich plötzlich, ich habe meinen Vater nie gekannt. Der hat immer nur Angst davor gehabt, das zu zeigen hier. Das hier, das Herz. Und schauen Sie mich so an. Passen Sie auf, dass es Ihnen nicht genauso ergeht. Wenn Sie erst eine halbe Stunde vom Tode zu erkennen geben, hier.
sprechen. Bisschen enttäuschend, der Betrieb, was? Ich finde es sehr interessant. Ich freue mich so, dass ich hier mit Ihnen sitze. Ich war doch noch nie in sowas. Aber nichts für Fatih mit seinen 6 Kindern. Für mich ist das alles so neu. Das ist ganz nett, ist wenigstens nicht so bürgerlich. Ich hasse diese verlogene Bürgerlichkeit. Für mich ist die Welt ein Dschungel voll von Raubtieren. Gibt es denn für Sie gar nichts Schönes in dieser Welt? Oh, doch, natürlich. Zum Beispiel, dass ich mit Ihnen jetzt hier sitzen. Na, wie ist denn mit uns beiden? Die Dame tanzt nicht. Wieso? Hat sie ein Holzbein? Oder bin ich hier nicht gut genug? Ja, hau mal ab, mein Junge. Die Dame tanzt nicht, darf ich dir schon mal. Na, langsam, langsam von Ihnen. Lass mich nicht wegkraulen. Aha. Komm, keine. Moment mal! Hände weg! Komm, weg da. Komm, keine! Hände weg, hab ich gesagt! Weg, lass die Boden weg! Los! Du hast schon mal Ich habe direkt ein bisschen Angst um Sie gehabt. Wirklich? Das ist aber nett von Ihnen. Oh, ist das ein Wind? Ja. Oh, es würde mich schon sehr interessieren, Sie mal in Ihrer Fabrik zu besuchen. Oh, das können Sie leicht haben. Ja, ich würde es gerne mal sehen, das Werk und alles. Wirklich? Das erste Mal, dass Sie eine Frau für meinen Klempnerladen interessiert. Oh. Ihr Hut. Laufen Sie noch hinterher. Hinterherlaufen? Ja. Entweder er kommt von selbst oder er kommt nicht. Da sehen Sie. Danke, mein Junge. Hier. Hier. Danke. Da habe ich aber wieder was gelernt. Ja? Was soll denn das? Ja, entweder sie kommt von selbst oder gar nicht. Aha, na, wollen wir mal sehen. Leiter Bessig, Frau Sombor. Sie kennen doch Ihren Mann. Aber natürlich. Wir sind alte Freunde. Was macht er denn jetzt? Danke. Es geht ihm gut. Warum haben Sie ihn denn nicht mitgebracht? Er will sich noch ein bisschen schonen. Ach so. Sagen Sie, mich habe ich nicht vergessen. Wir alle hier haben ihn nicht vergessen. Danke, Herr Bessig. Vielen Dank. Das wird ihn freuen. So, und jetzt möchte ich Sie noch mit unserem Turbotriebwerk bekannt machen. Hier sehen Sie mal. Bei einer Gastemperatur von 800 Grad und einer Drehzahl von 26.000 Umdrehungen leistet er ungefähr 300 PS. Ich verstehe kein Wort. Deswegen kann ich Ihnen ja auch meine intimsten Geheimnisse preisgeben. Sind Sie zufrieden? Er läuft jetzt 68 Stunden. Und keine Risse an der Brennkammer oder an den Schaufeln? Alles okay. Oh. So, und jetzt zeige ich noch das Fließband, dann haben Sie es überstanden. Danke, meine Herren. Auf Wiedersehen. Werden Sie einem direkt ein bisschen unheimlich? Ja, unheimlich? Das war auch nicht das richtige Wort. Aber wenn ich mir vorstelle, dass hier alles nach Ihrem Willen geht, dass Sie hier mit all dem fertig werden, mit den vielen Menschen, mit dem großen Betrieb. Ich fühle mich so hundemäßig wie noch nie in meinem Leben. Aber wenn sie anruft... Ruft sie immer noch? Jeden Tag? Jeden Abend. Muss ich ihr noch vorschwindeln, es geht mir prächtig. Du hast sie ja selber weggeschickt. Ich weiß, aber ich habe mir gedacht, wenn sie mal weg ist, dann wird schon gehen. Dann muss ich einfach. ...3,57,85? Ja, ich bin im Apparat. Tima? Ja. Mir geht's gut, sehr gut. Ist das auch wahr? Ach, das wäre aber schön. Du, heute habe ich so sehr an dich denken müssen. Weißt du, wen ich getroffen habe? Bessig. Bessig, so. Ja, Bessig. In der Fabrik. Balder hat mir die Werke gezeigt. Ach, ich habe wenig verstanden von dieser Rennturbine oder wie er das nennt. Irgendwas von Umdrehungszahlen und Gastemperatur, ich weiß nicht genau. Du, Bessig hat übrigens gesagt, er hat dich nicht vergessen. Und die anderen, die haben dich auch nicht vergessen. Mhm.
Stefan, ich bin heute umgezogen, ja. Ins Hotel Bristol. Oh, sehr hübsch doch. Willst du nicht mal herkommen? Ich weiß doch schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Mein Kleines, es geht jetzt wirklich nicht. Weißt du, da läuft gerade eine Sache mit einer Stellung. Ja, ich kann jetzt nicht im Moment. So, der Abend war nett. Ja, ist ja auch ein toller Mann, dieser Balder. Du, mein Kleines, wir müssen jetzt aufhören, bevor du deine ganzen Reichtümer der Post spendierst. Ja. Ich denke sehr viel an dich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man so lange arbeitet in einem Film. Aber mal wird auch das vorbeigehen. Ja. Auf Wiedersehen. Mach's gut, Kleines. Was Neues? Sie ist so verändert, die Stimme, die ganze Art. Aber das Telefon verändert doch jede Stimme. Diesmal ist es nicht das Telefon. Paul, wenn sie nicht zurückkommt. Aber warum soll sie denn nicht zurückkommen, Herrgott nochmal? Ich Idiot, hier in diesem Zimmer habe ich ihm gesagt, geben Sie eine Chance. Warte es doch ab. Was ist denn los? Du hast angerufen, als ob es hier brennt. Was gibt's denn? Ich bin dir ja auch dankbar, dass du gekommen bist. Oh, genau so sehen dankbare Menschen aus. Also, schieß los. Henrik, du warst mit Tima Sombo aus. Du warst schon öfter mit ihr aus. Ja, und? Es stimmt also? Ja, es stimmt, aber ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Kannst du dir nicht vorstellen, was ich meine? Ah, du bist doch ja im Ernst eifersüchtig. Warum soll ich's nicht sein? Ich bin ja kein Werkstück. Kein Stück Material aus deiner Fabrik. Ich bin lebendig. Und weil ich es bin, fühle ich etwas. Darf ich das nicht? Ja. Fühl doch, was du willst. Was bin ich für dich, Henrik? Warten darf ich auf dich, bis du mal kommst. Zwischen zwei Sitzungen mal eben und... Ich ertrag das nicht mehr. Liebes Kind, ich glaube, ich habe dir gegenüber keinen Hehl aus meinen Gefühlen gemacht bisher, nicht? Ja, ich weiß. Sogenannte faire Abmachung. Eine Frau so als Posten in deinem Hauptbuch. Aber das stimmt nicht. Ich fühle es. Du belügst dich selbst. Was ist mit Tima Sombo? Was redest du denn eigentlich immer zu von Tima Sombo? Nichts ist mit Tima Sombo. Kann natürlich auch sein. Du weißt es selber nicht, was sie dir bedeutet. Hör mal zu, Ende. Dieses ganze Gerede langweilt mich. Langweilt mich entsetzlich. Bitte. Frau Sommer, sind Sie fertig? Ja, ich komme. Ah, Sie sind ja schon fertig. Dann bitte. Bevor Sie mitkamen. Aus. Stopp, bitte mal Bild frei. Wollen Sie noch eine Probe oder können Sie drehen? Nein, darf ich, wir können. Mach die Kerzen an, bitte. Bereit? Also los. Komm. Bild frei, dann Aufnahme. Ab, Leute, bitte. Fertig? Fertig. Ton ab. Ton läuft. Kamera läuft. Klappe. 152 Erste. Bitte. Hallo? Ja. Ja? Wo bist du? Oh. Du kannst nicht kommen. Ja. Wie ist meine Stimme? Das kränkt mich aber sehr. Außerdem hat ein Hase überhaupt keine Stimme und ein Erschrockener schon gar nicht. Warum musst du weg? Geschäfte? Ja, das verstehe ich. 1000 Kisten Strümpfe nach Übersee. Nein, das ist sehr wichtig. Weißt du, was du gleich mitverkaufen kannst? 2 Gedecke Meißner Porzellan und einen Blumenstrauß und mich auch. Und 2 Stunden, die sehr schön gewesen wären. Wie? Ja, ich sagte Stunden. Das ist kein Verkaufsartikel. Ihr könnt doch bloß nicht damit umgehen. Wie meinst du? Das kannst du am Telefon nicht sagen? Oh, sag's doch. Bitte nochmal. Du, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Bitte, könntest du es nicht nochmal sagen? Ja. Was? Jetzt soll ich etwas sagen?
Na, du hör mal, lieber, das kann ich doch nicht so einfach am Telefon sagen. Na, komm bald. Ja, ja, ich warte. Ja? Wiedersehen. Aus, dankeschön. Ausgezeichnet, sehr gut. Ich glaube, wir können das Licht ausmachen. Frau Sommer, Sie haben einen Augenblick Zeit, ja? Haben wir nur einmal gedreht, da brauchen wir nur eine kopieren. Herr Lind, sind Sie so nett, bitteschön. Ja. Also Kinder, ich fand die Kleine wieder sehr gut, ne? Ihm gefällt sie nicht, wahrscheinlich, weil sie ihm zu gut gefällt. Wie viel Meter, bitte? So sparen Sie sich Ihre intelligenten Bemerkungen. Mit Balder kannst du sowieso nicht konkurrieren. Da ist deine Gage viel zu klären. So, bitte weitermachen und etwas ruhiger, bitte, ja? Ja, was machen Sie denn hier? Ich wollte mal sehen, was Sie machen. Das war großartig, diese Szene. Hat mir sehr gefallen. Ich bin sprachlos. Das freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Sie haben Talente, von denen ich keine Ahnung hatte. Was meinen Sie denn damit? Müssen wir hier bleiben? Nein, natürlich nicht. Kommen Sie doch mit in meine Garderobe, ja? Sie sehen ja großartig aus. Meinen Sie das Kleid? Ja, das auch. Ich werde ein paar Brötchen aus der Kantine kommen lassen und etwas Tee. Lieber Kaffee und einen doppelten Cognac. Große Liebe, wie? Kunststück, der Mann stinkt doch nach Geld. Mein Lieblingsparfum. Oh, hier ist es aber sehr unordentlich. So ist doch reizend. Sehr gemütlich. Wollen Sie nicht inzwischen etwas ablegen? Dankeschön. So sieht es also in einer Filmgarderobe aus. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Sie sehen aber ein bisschen abgespannt aus. Ja? Fühle mich auch ein bisschen down. Ach, nur kommen Sie. Setzen Sie sich doch zu mir. Ich brauche ein bisschen menschliche Wärme. Ist das jetzt echt oder... Oder was? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie sowas brauchen. Naja, wie Sie sagen, menschliche Wärme. Ach, das heißt, ich rede Unsinn. Jeder braucht sie. Na, Sie haben ganz recht. Im Allgemeinen hasse ich solche Worte wie menschliche Wärme. Ich weiß gar nichts damit anzufangen. Wenn man sowas sagt, dann meint man ja wohl doch immer nur die Frau. Sie auch? Vielleicht. Ich habe mal gelesen, in Frankreich findet sich ein Mann unhöflich, wenn er länger als 5 Minuten mit einer Frau zusammen ist, ohne zu flirten. Aber wir sind nicht in Frankreich. Schade, wir müssen mal hinfahren. Ja? Entschuldigen Sie, ich mache die Tür gleich wieder zu. Dankeschön. Bitte. Kommen Sie? Auch der Kaffee wird mich nicht hindern, weiterzureden. Finden Sie, ich habe sehr viel über Sie nachgedacht. Sie sind mir auch unheimlich. Ich? Unheimlich? Ja. Eine Frau wie Sie ist mir überhaupt noch nie begegnet. Dabei sind Sie doch gar kein Engel. Woher wissen Sie das? Jede andere Frau würde doch jetzt anfangen, von ihren Erfolgen zu reden. Wie begeistert der Regisseur von Ihnen ist, von Ihren Bildern in den Zeitungen. Ach, da muss ich Sie sehr enttäuschen. Ich denke oft an die Bilder in den Zeitungen. Ich schneide sie sogar aus. Sie sind vollkommen natürlich, das ist Ihr großer Charme. Ich kenne doch viele tausend Leute, aber nie ist mir jemand wirklich nahe gekommen. Vielleicht liegt das an Ihnen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, an Sie heranzukommen. Das ist doch reiner Selbstschutz. Die Leute wollen doch alle was von mir. Ja, also ganz so einsam sind Sie ja nun auch nicht. Ganz so einsam ist niemand auf der Welt. Jetzt rede ich ja schon wie im Film. Ja, das steckt eben an. Ja, bitte. Frau Sommer, bitte zur Aufnahme. Oh ja, natürlich. Ich warte hier auf Sie. Also zu Gulasch nehme ich zuerst Schmalz und Zwiebelchen bis zur gänzlichen Weiche. Meine Großmutter hat immer dreierlei Fleisch genommen. Dann war sie eine Ungarin. Jo, aus Öreswalda. Oh. Die hatte ein kleines Restaurant. Ein Restaurant zu besitzen ist mein Traum. Meiner auch. Ja. Ruhe bitte! Ich hab's nämlich immer schon gewusst. Meine wahre Begabung liegt gar nicht in der Autofabrikation. Wer quatscht denn da immer noch rum? Mit ewigem Ruhe, Madeleine! Kennen Sie Hühnerpilatio? Psst! Kamera bereit? Ja. Dann verlassen.
Sie sind ja immer noch nicht fertig. Doch, doch. Sofort. Ableiten, bitte. Aufnahme. Nein, nein. Probe noch mal, ja? Schön, dass du gekommen bist. Ja. Du, ich muss es jemandem sagen. Ich habe ihn wiedergesehen gestern und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Verliebt. Sie haben gar kein Mitleid, mich allein nach Hause zu schicken. Wissen Sie denn, was mich da erwartet? Eine herrliche Villa. Ja. Der Architekt hat sich zwar riesige Mühe gegeben, er hat nur nicht daran gedacht, dass außer Heiligen und Barockmadonnen auch noch lebendige Menschen drin wohnen sollten. Das kommt davon, wenn man sein Haus nicht selber einrichtet. Im Speiseraum ist eine riesige Tafel, wissen Sie, so wie bei Heinrich dem VIII. Am unteren Ende ist ein einsames Gedeck für mich aufgelegt. Da sitze ich dann und verzehre mein frugales Mahl. Und nach dem Mahl... treten Sie zum lodernden Kamin und trinken einen Whisky. Na, drei. Ja, und dann steigen Sie breite Marmortreppen. Nein, Holztreppen. Und betreten Ihr gewaltiges Schlafgemach. Na, das Schlafgemach ist nicht so gewaltig, aber das Bett ist riesenhaft. Angeblich hat die Dubarry drin geschlafen und hat mir sogar noch ein Bild von ihr dazu geschenkt. Sieht ihn übrigens ähnlich. Ja? Ist genauso unnahbar wie Sie. So unnahbar, dass ich manchmal vor Sie hintrete, mich verbeuge und sage, Madame, darf ich in Ihrem Bett schlafen? Ja, ja. Manchmal halten die Wagen gerade im richtigen Moment. Es war reizend mit Ihnen. Gerade um den angebrochenen Abend. Ich muss morgen drehen. Ich muss ja schon um 6 Uhr aufstehen. Um 7 werde ich abgeholt. Dann holen wir es ein andermal nach. Ja, sehr gerne. Auf Wiedersehen, Herr Walter. Verzeihen Sie, wie komme ich hier zu den Hamburger Filmateliers? Da wollen Sie mit dem Bus oder mit der Straßenbahn? Straßenbahn. Dann gehen Sie da links und dann rechts über die Brücke und da sind gleich die Haltestelle. Ah, danke schön. Bitte. Ein Kinder da mit dem Kabel, seid doch ein bisschen vorsichtig. Und nehmen Sie doch das Kaffeegeschirr da weg, das ist doch überflüssig. Ich mal das Mikrofon. Schalt doch mal den Elfer ein da oben. Streuen mehr, streuen bitte. Hallo, Moment mal. Für die Aufnahme ziehen Sie das Negligee aber aus. Nein, ich habe mit der Kostümberaterin vereinbart, dass ich es anbehalte. Ach, führen Sie die Regie oder ich? Weder Sie noch ich, Herr Perkun führt Regie. Aber ich bin sein Assistent und ich habe dafür zu sorgen, dass die Schauspieler nicht das tragen, was Ihnen gerade passt. Ohne dieses Negligee gehe ich auf keinen Fall vor die Kamera. Oh, sind Sie doch froh, dass Sie überhaupt vor der Kamera stehen dürfen. Sie scheinen sich nicht gar zu sein, welche Rolle Sie hier spielen, werte Dame. Wenn Herr Balde nicht wäre, dann stünden Sie Schlange in der Kompasserie, macht einen Volksgemummel für ein paar Mark. Was wollen Sie denn damit sagen? Wenn er hier nicht den ganzen Kram finanziert hätte, wo wären Sie denn dann? Sagen Sie das doch nochmal. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Herr Balde hat sich sein Vergnügen eine ganze Menge kosten lassen. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Na und? Gib dir an wie ein Wald voll Affen. Was war denn da los, Männer? Oh, das hat sich erledigt. Also weiter. Bitte. Auch schon Starli und die Dame. Na, der ist ja bloß neidisch. Was ist denn schon dabei, wenn sie mit Balda schläft? Na, von mir aus. Balda ist doch ein ganz netter Mann. Rauchen verboten? Wen suchen Sie hier, bitte? Sind Sie von der Presse? Ich? Nein, ich bin nichts. Ich bin überflüssig. Sechskantschrauben M5, gleichmäßig am Umfang verteilt, hier, ja? Ja, sehr richtig. Und die Leitung machen wir dann aber außen. Unbedingt außen. Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich... Lassen Sie uns einen Augenblick allein. Guten Tag, Schiene. Grüßen Sie. Schön. Danke vielmals. Vorsicht ablegen. Sagen Sie, ist es wahr, dass ich die Rolle nur bekommen habe, weil Sie das Geld für diesen Film... Ja, das stimmt. Meinetwegen? Natürlich Ihretwegen. Ja. Ja, und aus welchem Grund? Warum fragen Sie nach den Gründen? Es hat mir Spaß gemacht, Ihnen eine Chance zu geben. Spaß? Also das ist wie... ich weiß überhaupt nicht, wie das ist. Wahrscheinlich ist es Ihre Art, Geschenke zu machen, nicht? Der einen, der kaufen Sie einen Nerzmantel und der anderen ein schickes Sportcabriolet und mir kaufen Sie gleich einen ganzen Film. Jetzt übertreiben Sie aber.
Im Allgemeinen mache ich Geschäfte nur auf Gegenseitigkeit. Und dieser Film ist bestimmt dein Geschäft. Ich werde keinen Pfennig daran verlieren. Im Gegenteil, ich werde sogar daran verdienen. Ja, das verstehe ich schon besser, nur... Ich hatte geglaubt, ich hätte diese Rolle meiner Begabung zu verdanken. Davon ist also nicht die Rede. Aber jetzt ist davon die Rede. Sie sind doch begabt. Das sehe sogar ich, obwohl ich nichts davon verstehe. Es ist Ihnen einiges erspart geblieben. Im Allgemeinen erstürmt man nicht die Leinwand. Das steht auch nur in den Illustrierten. Jetzt sind Sie mir böse. Nein, nein. Sie haben das sicherlich alles sehr gut gemeint. Aber die Leute im Atelier glauben, ich müsste... Das heißt, ich hätte mich dafür entsprechend revanchiert. Mich doch bitte in Ruhe. Und jetzt reden wir lieber von etwas anderem. Sonst sage ich doch mehr, als mir lieb war. Bei den letzten Sekunden waren ein bisschen gefährlich für uns. Nicht? Wollen wir die Dekoration wechseln? Wie sagt man beim Film? Neue Einstellung? Abläuten? Rotes Licht? Sehen Sie? Ich kann auch schon Filmjargon. Kommen Sie. Gulasch. Also für mich nur mit Sardelle. Wirklich? Es ist, als ob ich mit meiner Großmutter sprechen würde. Oh, verzeihen Sie. Da ist gar nichts zu verzeihen. Ich habe mir immer gewünscht, Großmutter zu werden. Aber mein seliger Emmerich liegt so an chronischer Mittelohrentzündung. Ja, dann. Ich bin so gern mit Ihnen zusammen, Frau Jula. Wir würden uns nie streiten. Nie. Und das Restaurant? Ja, dabei bleibt's, vorausgesetzt, dass Herr Balder uns ein bisschen unter die Arme greift. Oh, Herr Balder ist ein verlässlicher Mensch. Aber anstrengend, Frau Jula, anstrengend. Setzen Sie sich hin. Machen Sie sich's bequem. Was wollen Sie denn essen? Haben Sie besondere Wünsche? Es gibt nämlich nur Omelette. Sehen Sie mal an. Ungarisches Gulasch, Frankfurter Würstel und Preiselbeeren. Lassen Sie mich doch kochen. Ich denke gar nicht dran. Ich koche leidenschaftlich gern. Sie haben nur ganz vornehm da zu sitzen und sich von einem Heer von Dienern betreuen zu lassen. Das Heer bin ich. Wer sorgt hier eigentlich für Sie? Es macht alles Hoppe.
Na, bring doch schon, langweilige Bedienung. Spendierst mir auch ein. Zwei Bier, zwei Korn. Na, was siehst du denn so in der Gegend? Hm? Ich bin nämlich auch ein ganz anständiger Mensch. Wo bleibt das Bier? Ja, ja, komm schon. Na, nun lach doch mal, Kleiner. Schön ist es bei Ihnen. Sind Sie oft hier? Jetzt war ich schon fast ein Jahr nicht hier. Verstehe ich nicht. Hm. Jetzt verstehe ich es auch nicht mehr. Wissen Sie, dass ich andauernd über Sie nachdenke? Über mich? Ja, nicht nur über Sie, über uns beide. Über uns beide? Warum sollen wir eigentlich nicht davon sprechen? Es ist doch etwas zwischen uns. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich es anstellen soll, Ihnen genau das zu sagen. Und jetzt sagen Sie es selbst. Ja, Thieme. Es ist etwas zwischen uns. Ich weiß noch nicht sehr lange, dass ich sie mag. Mit Gefühlen kann ich sehr schlecht umgehen, aber jetzt ist es eine Tatsache. Mit Tatsachen kann ich besser umgehen. Nur reden kann ich nicht darüber. Henrik, Sie heißen doch Henrik, nicht wahr? Ja. Es ist sehr merkwürdig, aber in den letzten Tagen habe ich mich sehr oft dabei ertappt, dass ich Ihren Namen vor mich hin gesagt habe, ganz albern und auch ganz gleich wo, sogar in der Kantine. Ich mag Sie. Ja, ich mag Sie, Henrik. Aber ich kann nicht vergessen. Ich weiß immer, wer ich bin, wer Sie sind, was ich tue. Ich bin verheiratet mit einem Mann, der mich liebt und der zugrunde geht, weil ich hier bin. Ich sehe ihn die ganze Zeit. Weißt du, was ich so sehr an dir mag? Dass du so ehrlich bist. Dass du keine Umwege machst. Was siehst du mich denn so an? Ich weiß nicht, was daraus werden soll. Was soll denn daraus werden? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin glücklich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sag mir doch auch, dass du mich liebst. Du, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich glaube, dass ich dich liebe. Ich glaube. Warum bist du denn so unsicher? Ich habe nie geglaubt, dass mir so etwas hier passieren wird. Ich habe gedacht,
Ich habe immer gelacht darüber, wenn mir jemand gesagt hat, ich würde jemals einer Frau sagen, ich liebe dich. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kann ich nur noch sagen, ich liebe dich. Und ich stammle wie ein Schulbub. Du hast es noch nie jemandem gesagt? Nein, noch nie. Und jetzt weiß ich überhaupt erst, wie falsch ich gelebt habe. Ich habe immer geglaubt, das Leben besteht aus Arbeit, Erfolg, Macht. Du weißt ja gar nicht, wer ich wirklich bin. Ach, du brauchst nichts zu sagen, Henrik. Aber doch, ich muss es dir sagen. Ich muss es dir sagen, bevor es dir die anderen Leute sagen. Ich bin ein kalter, berechnender, rücksichtsloser Egoist. Ein Mensch, der über Leichen geht. Das ist ja gar nicht wahr, Henrik. Aber es war so. Ja. Ich hätte auch zwei Gedecke Meißner Porzellan und ein paar schöne Stunden mitverkauft. Ich habe das doch alles nicht gewusst. Aber jetzt, seitdem ich fühle, dass ich dich liebe, weiß ich, dass ich auch so etwas habe wie ein Herz. Ach, bitte sag mir, was meinst du, was nun werden soll? Das ist doch ganz einfach. Wir heiraten. Oh, das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Weil ich schon verheiratet bin. Noch. Noch. Da war doch mal der Tag, an dem man versprochen hat, zusammenzubleiben. Und das Versprechen ist es, was die Ehe macht. Aber das ist doch alles ganz klar. Du liebst mich, ich liebe dich. So klar ist es nicht, Henrik. Aber du liebst doch deinen Mann nicht mehr. Ich weiß es nicht. Das gibt es doch, dass man plötzlich zwischen zwei Menschen steht und nicht weiß, wo man hingehört. Ich weiß nur eins, der Stefan hat niemanden, der hat nur mich und er braucht mich. Ich kann ihn doch nicht einfach allein lassen. Ich kann doch nicht plötzlich weglaufen, wenn er mich braucht. Wenn du nicht mit ihm sprechen willst, dann tue ich es. Ja, du tust es sicher, aber du kannst es nicht. Nein, Henrik, was auch ist. Ich kann nicht so tun, als gäbe Stefan nicht. Ja, aber Tima, das gibt es doch nicht. Jetzt, wo ich dich endlich gefunden habe, jetzt kann ich dich doch nicht gleich wieder verlieren. Das geht doch nicht. So, Henrik, ich habe dir gesagt, dass ich dich liebe. Ich weiß auch, dass ich dich brauche. Aber wir müssen doch beide, nicht nur ich, auch an Stefan denken, nicht? Tima, ich will ein neues Leben mit dir beginnen. Zwing mich nicht mit den alten Waffen, um dich zu kämpfen. Jawohl! Lass die Pulle da. Na, spar dir doch dein Geld. Weißt du gar nicht, wofür du es brauchst. Geht den Dichters an. Na. Lass die Flasche hier, hab ich gesagt. Seien Sie mal sinnig, Mann. Wollen wir erst mal eine kleine Zwischenbilanz machen? Bis jetzt sind es 36,50 Mark. Also, mach mal mit der linken Hand. Ja. Was ist denn mein Geld? Was? Hm? Ich hab doch Geld gehabt. Naja, wir sind ja alle mal vermögend gewesen. Na klar. Na Mann, nun machen Sie keinen Ärger. Wie gesagt, 36,50 Mark. Lassen Sie mich los. Lächerlich. Nur keinen Streit vermeiden. Davidswoche? Herr Wachtmeister, ich habe hier wieder mal Ärger. Tja, da muss ich leider noch ein paar Fragen an Sie stellen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Von mir aus sperren Sie mich ein, aber bitte Sie, hören Sie mit Ihrer Fragerei auf. Schön, Herr Sombor, wie Sie wollen. Krause, stellen Sie doch eben mal fest, wo Frau Tima Sombor abgestiegen ist. Wie kommen Sie denn darauf, woher wissen Sie das? Das steht da im Armblatt. Hören Sie zu, meine Frau braucht nichts zu erfahren. Sie weiß gar nicht, dass ich hier bin. Ach so. Und was wird aus dieser Rechnung 36,50? Wissen Sie jemanden, der das für Sie bezahlt? Ja, wenn Sie mir mein Portemonnaie nicht gestohlen. Ich kenne in Hamburg nur. Also rufen Sie an bei Bessig. Richard Bessig, Rennleiter. Roten Baumschuss C17. Das ist sehr interessant. Danke, Haupt, es ist gut. Jetzt haben wir die ganze Nacht geredet. Sie sind
doch nicht weitergekommen. Weitergekommen? Du willst immer deinen Willen durchsetzen, aber es geht nicht alles nach deinem Willen. Auf die Gefahr, dass du nicht weißt, was ich meine. Hör zu, Henrik. Alle Gefühle sind immer in Bewegung. Meins auch. Zu dir hin, von ihm weg. Ich weiß es nicht genau. Du bist nicht gewöhnt, mit Zeit umzugehen. Aber hier brauchen wir sie. Man kann doch nicht dein Gefühl wie ein Aktenstück ablegen. Mhm. Da geht man lieber der Ordnung halber zurück und fühlt sich grenzenlos anständig. Ja, ja. Und niemand weiß, wie schwer das ist, dieses bisschen Anständigkeit. Im Geschäftsleben sagt man, es gibt Fehlinvestitionen. Dein Mann wäre so eine. Henrik. Entschuldige, aber ich brauche dich auch. Du musst bei mir bleiben. Du musst warten, Henrik. Genau das kann ich nicht. Wollen wir fahren? Du musst dich entscheiden. Dein Mann ist in Hamburg. Er ist hier? Hoppe hat es ihm am Telefon gesagt. Stefan ist in Hamburg? Ja, und ich weiß das gar nicht. Nochmals schönen Dank. Sobald ich kann, gebe ich dir das Geld zurück. Schon gut, mein Junge. Macht er deshalb keine Kopfschmerzen. Na, zufrieden? Ja, eine prima Zeit. Ja, läuft wie eine Nähmaschine. Sag mal, würdest du mich den Wagen mal fahren lassen? Dich? Was lachst du? Ich dachte nur wegen meiner Frau. Ich lache, weil ich würde dich den Wagen fahren lassen, wenn du in Ordnung wärst. Ich bin in Ordnung. Wieso? Wieso bin ich nicht in Ordnung? Ach, mach dir doch nichts vor, alter Junge. Du bist noch nicht in Ordnung. Das sieht man dir doch an. So, was siehst du denn? Eine ganze Menge. Das Letzte, was ich tun würde, wäre, dich in diesen Wagen zu setzen. Na ja, war nur eine Frage. Tut mir leid, Stefan. Mach's gut. Tima. Hallo, Tima, sagst du? Sonst nichts? Was soll ich denn sonst sagen? Warum hast du mir denn nicht gesagt oder geschrieben, dass du kommst? Warum? Wolltest du mich nicht treffen? Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen, wenn ich hier aus dem Wege gehe. Was bist du nur für ein Mensch, Stefan? Musst du denn immer so antworten, so bitter? Ich glaube, du willst immer jemanden kränken. Moment, Moment, das ist genau der Augenblick, wo ich dich etwas fragen muss. Wo warst du gestern Abend? Mit wem? Willst du mir das sagen? Na, was ist, ich höre. Warst du vielleicht nicht bei Balder? Ja, ich war bei ihm. Immerhin, Ehrlichkeit war schon immer deine Stärke. Ja, ich war bei ihm in seinem Wochenendhaus. Hört sich gut an. So, und was schließt du daraus, dass ich bei ihm war? Dazu brauche ich kein Hellseher zu sein. Denn alles ist ja so einfach, nicht wahr? Du willst immer irgendetwas denken. Das, was dir passt, ob es wahr ist, interessiert dich überhaupt nicht. Es ist ja auch bequemer so. Sich aufspielen wie ein kleiner, böser Junge. Nein, Stefan, das imponiert mir nicht mehr. Ich will dir sagen, was passiert ist. Ich finde Balder sehr nett. Was heißt nett? Mehr als das. Heute Nacht hat er mich gefragt, ob ich seine Frau werden will. Und ich, Stefan, ich habe nicht gewusst, was ich antworten soll. Ich weiß es auch jetzt noch nicht. Da überlegst du? Ja, ich überlege. Frag dich doch lieber, warum ich überlege. Meinst du nicht, dass ich ein Mensch bin, der auch mal jemanden braucht, auf den er sich verlassen kann? Alter Jensen. Warum gibst du mir keine Antwort? Na, Herr Sommer, kann ich ein paar Worte mit Ihnen reden? Henrik, ich habe dich doch gebeten, lass mich mit Stefan sprechen. Nur ein paar Worte, entschuldige, Tima. Also bitte, Herr Sommer. Mit mir zu reden, wird Ihnen sicherlich viel weniger Spaß machen als mit meiner Frau. Ich darf doch noch sagen, meine Frau. Ich halte nichts von Umwegen. Ich liebe Tima. Soll ich Sie dazu beglückwünschen? Darüber wollte ich gar nicht mit Ihnen sprechen. Ich wollte Sie fragen, haben Sie Mut, meinen Testwagen zu fahren? Das ist ein Angebot. Warum wollen Sie, dass ausgerechnet ich den Wagen fahren soll? Meine Gründe sollen Sie nicht interessieren. Pardon, ich hätte Sie ganz gerne gewusst. Und ich hätte gerne gewusst, ob Sie fahren wollen, ja oder nein? Ich werde es mir überlegen. Gut, sagen Sie mir Bescheid.
Was wollt ihr von dir? Ob ich den Testwagen fahren will. Den Turbinenwagen? Ja, warum will er das? Hat er was gesagt? Weiß ich es. Also schießen Sie los, Hoppe. Was haben Sie auf dem Herzen? Bessig soll zu mir kommen. Ja, Herr Balde, ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Fast möchte ich sagen, ich habe mich verliebt. Ist doch großartig. Wie? Ich meine, in wen? In Tante Jula, Herr Balder. Was? Ja, eigentlich mehr in die ungarische Küche. Noch besser in ein Restaurant, das wir beide aufmachen wollen. Aha. Da werde ich mich wohl an ein neues Gesicht gewöhnen müssen. Tja, Herr Balder, leider. Hm. Wer ist Stammgast? Ach ja, bitte. Wäre meine Spezialität. Ungarisches Gulasch. Lassen Sie uns allein. Was bedeutet das, Henrik? Was? Der Stefan wieder fahren soll. Das ist doch ganz einfach, Thema. Ich will einen ebenbürtigen Rivalen. Du sagst, dass du nicht weißt, ob du Stefan noch liebst. Du sagst, dass er dich braucht. Dass du Angst hast, ihn sich selbst zu überlassen. Weißt du, was das ist? Mitleid ist das. Ja. Mitleid ist vielleicht auch eine Art von Liebe. Ich habe einen Fehler gemacht. Einem Mann, der sich nicht wehren kann, mag ich nicht die Frau wegnehmen. Gut. Er soll sich wehren. Er soll wieder fahren. Vielleicht wird er wieder das, was er war. Ein guter Rennfahrer. Mit Erfolgen. Vielleicht nicht. Aber ich will eine Basis schaffen, damit du dich klar entscheiden kannst. Du machst schon wieder eine Rechnung auf, Henrik. Du weißt doch, dass Stefan so plötzlich gar nicht fahren kann. Und warum nicht? Ja, weil er jahrelang nicht gefahren ist. Weil er krank ist. Das geht doch nicht so plötzlich von heute auf morgen. Wenn ein Mann es tut, das. Wenn er es nicht tut, habe ich kein Mitleid mehr mit ihm. Ja? Herr Bessig ist da. So, reinkommen. Geh jetzt, Thema. Wir sehen uns heute Abend. Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Ich muss mit Stefan reden. Ja, Bessig. Wie lange braucht Zombo, um sich mit dem Turbinenwagen vertraut zu machen? Wie lange er braucht, kann ich nicht sagen. Aber was er braucht, weiß ich. Was braucht er? Einen klaren Kopf, ein ruhiges Herz. Beides hat er nicht. Der Mann kann einfach den Wagen nicht fahren. So meinen Sie? Ja, das meine ich. Ihre Meinung in Ehren, aber Zombo fährt. Warum wollen Sie einen Mann den Wagen fahren lassen, der dazu nicht in der Lage ist? Im Allgemeinen, lieber Bessig, brauche ich meine Entscheidungen Ihnen gegenüber nicht noch zu begründen. Das können wir auch weiterhin so halten. Aber in diesem Fall muss ich Sie sehr bitten, Herr Balder. Sind Sie denn ganz von Gott verlassen? Da wollen Sie den Mann denn umbringen? Er kann nicht fahren. Und es ist klar, warum. Möglich, dass Sie für Ihren Entschluss private Gründe haben. Praktische können es ja nicht sein. Was fällt Ihnen denn ein? Sollte in meiner Sprache zu offen sein, steht es Ihnen ja frei, mich zu entlassen. Danke. Auf das Wohl des Herrn Balder und seine Chancen, die er so freigebig verteilt. Ah, nicht für dich, das weißt du genau. Doch nicht in dem Zustand, in dem du dich befindest. Sag nichts gegen meinen Zustand. Das geht doch ganz fair zu. Der reiche Mann nimmt, der reiche Mann gibt. Alles in Butter. Bitte die Balderwerke. Du sagst, dass du nicht fährst, Stefan. Ich bitte dich. Hast du Angst um mich? Soll ich es etwa nicht haben? Du meinst ein gewisses Zusammenleben verpflichtet. Ja, bitte das Sekretariat Balder. Ja, du wirst schon sehen. Du wirst verunglücken, Stefan. Das wäre doch sogar eine Lösung, oder nicht? Ja, ich übergebe an Herrn Zombo. Du fährst nicht, sag es. Ich flehe dich an, Stefan. Ja. Hallo? Ja? Hier ist Zombo. Bitte eine freundliche Empfehlung an Herrn Balder. Herr Zombo schätzt sich glücklich, den Turbinenwagen fahren zu dürfen.
hast mich gesucht? Entschuldigung, ich muss mit dir sprechen. Ja? Henrik, Stefan will fahren. Ja, das habe ich gehört. Ganz bestimmt machst du dir falsche Vorstellungen von ihm. Er ist nicht wie du. Er fliegt vor Aufregung. Bestimmt wird er versagen. Das ist Mord. Du übertreibst. Ich mache dir ein Angebot. Du lässt ihn nicht fahren und ich bleibe bei dir. Das nehme ich nicht an. Das ist keine echte Entscheidung. Das ist billig. Nichts für mich und nichts für dich. Gut. Aber hast du auch überlegt, dass das, was du vorhast, ein Grund für mich sein kann, dich nie wiedersehen zu wollen? Ganz gleich, was passiert. Das ist auch für mich nicht leicht, Tima. Aber wir müssen durch. Und es ist Mord. Morgen, Herr Balder. Wie ist der Wind? 1,8. Ah, es geht noch. Ja. Wie fühlst du dich, Stefan? Glänzend. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich hab's gut gemeint. Halt die Ohren steif. Mach's gut. Hals und Beinbruch. Danke, Frau. Guten Tag. Tima, jetzt machst du wieder ein Gesicht. Was mache ich denn für ein Gesicht? Ich weiß nicht. Fang nur nicht an zu weinen. Tu ich doch nicht, Stefan. Haben Sie mal zu B rübergerufen? Ja, alles in Ordnung. Bitte. Danke. Hör mal zu, Tima, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich weiß, ich bin manchmal ein recht ekelhafter Patron gewesen. Doch, war ich. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich meine nur, Tima, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin ganz ruhig. Ich wundere mich selber darüber. Und die andere Sache, ich meine, mit... Das musst du selber entscheiden. Ich werde alles verstehen. Das verspreche ich dir. So, das wollte ich dir noch sagen. Hör, Stefan. Da. Und du fährst vorsichtig. So gut es eben geht, wenn man schnell fahren muss. Entschuldigen Sie, Herr Lieber. Ja. Parkplatz räumen! Noch 10 Sekunden! 5, 4, 3, 2, 1, los!9,83! Fabelhafte Zeit. Muss er dieselbe Strecke noch mal zurückfahren? Soll er zu Fuß gehen? Außerdem ist er dann auch schneller bei Ihnen. Wind bitte. 1,95. Ja, schon gut. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
gratuliere! Eine fabelhafte Zeit. Junge, du bist gefahren wie einst im Mai. Ich muss dich in den Arm nehmen. Ach nein, danke.